Hallo, liebe alle! Hallo! Seit dem 1. Oktober 2017 ist es ja endlich so weit, gleichgeschlechtliche Partner, ob Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein, dürfen eine Ehe eingehen in Deutschland. Richtig, die Ehe für alle hat die Bundesregierung jetzt beschlossen mit einer Mehrheit, was uns natürlich sehr freut, weil jetzt muss man nicht mehr diese Eheleid oder Homo-Ehe eingehen. Das heißt, die eingetragene Lebenspartnerschaft ist jetzt passé und alle Schwulen und Lesben, die im Endeffekt schon gelebenspartnert haben, dürfen jetzt heiraten. Was allerdings auch heißt, ab sofort ist es nicht mehr möglich, eine eingetragene Lebenspartnerschaft einzugehen. Ab sofort kann man im Grunde nur noch heiraten oder es bleiben lassen. Genau, deswegen. Für die, die bisher eine eingetragene Lebenspartnerschaft eingegangen sind, die dürfen die weiter behalten, falls sie weiterhin Bock auf sozusagen eine andere Sache als die Ehe haben. Eine neue eingehen geht, wie du schon gesagt hast, eben nicht mehr. Und für alle, die eine eingetragene Lebenspartnerschaft begründet haben, die müssen sich jetzt nicht erst scheiden lassen, um dann wieder zu heiraten. Die können das Ganze nämlich umtragen und das wird so das Thema des heutigen Videos. Weil wir ja seit Dezember 2015 in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft gelebt haben, haben wir gedacht, oh, jawohl, jetzt wird es mal Zeit zu heiraten, also zum zweiten Mal, wenn man so will. Und deswegen haben wir das als Anlass genommen. Wir sind durch diese ganzen bürokratischen Akte durchgegangen und erklären euch jetzt mal genau, wie das funktioniert. Ist aber gar nicht so schlimm. So, willkommen im bürokratischsten Land der Welt. Was für Papierchen und Unterlagen und Stempel braucht man denn alles? Um Gottes Willen, das ist sehr aufwendig, muss man sagen. Zuallererst braucht ihr eine Abschrift eures Geburtenregisters. Das bekommt ihr beim Standesamt eures Geburtsortes. Nicht verwechseln mit dem Standesamt, wo ihr heiraten wollt. Kann vielleicht dasselbe sein, aber nein, da wo ihr geboren seid, braucht ihr so ein Ding. Und das darf maximal 6 Monate alt sein. Wir haben nämlich bei unserer eingetragenen Lebenspartnerschaft, vor 2 Jahren, haben wir nämlich so ein Ding auch schon anfertigen lassen. Das darf man nicht mehr hernehmen, sondern es darf maximal ein halbes Jahr alt sein. Das Ganze kriegt ihr, wenn ihr einfach mal auf der Website, jede Gemeinde hat eigentlich heutzutage schon eine Website, einfach mal guckt, da gibt es dann irgendwo unter Punkt Standesamt, Geburtenregister, Eheschließung. Da könnt ihr dann meistens Telefonnummer, also anrufen, E-Mail schreiben oder falls ihr noch da wohnt, wo ihr geboren worden seid, könnt ihr auch persönlich hingehen. Ihr müsst 12 Euro zahlen, das ist glaube ich so ein einheitlicher Preis in Deutschland. Und dann kriegt ihr das per Post zugeschickt. Das dauert ungefähr 2 Wochen. Maximal. Ja, ja. Plant mal 2 Wochen ein, um sicher zu gehen. Das war aber noch nicht alles. Geht mal weiter. Genau. Den Zetteln. Als nächstes braucht man, nachdem man schon eine Lebenspartnerschaftsurkunde bekommen hat, bei der Lebenspartnerschaftsschließung, jetzt nochmal eine neue, weil man ja noch sicher gehen will, hey, seid ihr wirklich noch verpartnert? Dazu geht ihr in das Standesamt, bei dem ihr geheiratet habt oder beziehungsweise eure Lebenspartnerschaft begründet habt. Bei uns, wir haben im gleichen Standesamt geheiratet, wo wir die Lebenspartnerschaft begründet haben. Deswegen konnten wir da einfach in so ein Nebenbüro gehen und sagen, hallo, wir brauchen nochmal eine Abschrift aus dem Lebenspartnerschaftsregister. Das war dann für uns auch kostenlos. Wir sind uns nicht sicher, wenn man das jetzt im Endeffekt, wenn man in München die Lebenspartnerschaft begründet hat und in Augsburg heiraten möchte, sich umtragen lassen möchte, dann könnte es sein, dass es was kostet. Können wir nicht versprechen. Bei uns war es eben, weil es das gleiche Standesamt war, ein interner Zettel, der hat nichts gekostet, was ganz nice war. Aber auch hier gilt, das Ding darf maximal 6 Monate alt sein. Richtig. Was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist und was man mitbringen sollte, ist ein gültiger Personalausweis oder ein gültiger Reisepass, ja, um sich zu identifizieren. Ja, das braucht man immer. genau, und zu guter Letzt, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Oh ja. Angenommen, ihr wohnt in München. Möchtet aber in Augsburg heiraten, beziehungsweise eure eingetragene Lebenspartnerschaft umwandeln lassen, dann braucht ihr eine sogenannte erweiterte Meldebescheinigung zur Zwecke der Eheschließung. Das ist im Endeffekt nur so ein Zusatzschritt, wo im Endeffekt drin steht, hallo, ich heirate jetzt nicht, wo ich wohne, sondern woanders. Das braucht man, das wird wahrscheinlich auch was kosten, das kriegt ihr eben da, wo ihr gemeldet seid, in dem Einwohnermeldeamt. Also bei uns wäre es jetzt im Kreisverwaltungsreferat München. Jetzt haben wir alle Zettel beisammen, jetzt geht es darum, aus Spaß wird Ernst und da kommen wir jetzt im nächsten Block dazu. Als allererstes muss man natürlich einen Termin beim Standesamt machen, das geht telefonisch, ganz klar. Genau, ihr könnt allerdings auch vorbeischneiden und da eine Nummer ziehen und dann wieder 3 Jahre warten. Wir empfehlen, ruft einfach mal an. Denn es ist so, wenn man jetzt einmal die Lebenspartnerschaft umtragen lässt, kann man das in München zumindest auf 2 verschiedene Arten machen. Punkt 1, man kann einfach nur so einen stinknormalen Akt
im Büro des Standesbeamten machen, ohne großes Tamtam. Ist dann im Endeffekt nur ein paar Stempel und Papiere rumtragen, Kopien machen, unterschreiben, fertig. Andererseits geben die meisten Kommunen einem auch nochmal die Möglichkeit, eine normale Eheschließungszeremonie zu buchen. Dazu müsst ihr allerdings einmal davor schon beim Standesamt gewesen sein und das Ganze anmelden. Wenn ihr das bei uns geht, das eben zweimal in der Woche in München, das gleich umtragen lassen wollt, dann müsst ihr nur einmal hingehen, kriegt dafür natürlich keinen schönen Saal oder so, das ist dann halt im Büro. Was ganz lustig war, wenn man da anruft und einen Termin macht und dann heißt, ja, Donnerstag um 10.30 Uhr geht's los, heißt es vom Standesbeamten, ja, dann hängt im Standesamt oder vor dem Standesamt Büro, vor den Büros sind ja meistens mehrere, vor allem in größeren Städten, hängt eine Liste mit Namen aus, wo man sie dann findet, wo man in welchen Raum muss und welche Uhrzeit. Und zumindest in München ist es so, dass da auch aus Diskretionsgründen kann man angeben, dass nicht der Name, der eigene Name da in der Tabelle drin stehen soll, sondern ein vorher definiertes Passwort. Ihr könnt Penis nehmen, aber ich weiß nicht, ob die Penis zulassen. Aber ich würde Penis nehmen. Vielleicht ein zu kurzes Wort. Falls ihr also im Grunde etwas diskreter sein wollt und vielleicht nicht wollt, dass irgendjemand weiß, dass ihr heiratet, der vielleicht zum selben Tag auch da in der Gegend rumläuft, kann es ja sein. Also, aber ganz nette Sache, dass es sowas möglich ist. Richtig, genau. Nun zu den Kosten. Wir haben ja schon vorhin erwähnt, dass so ein paar Dokumente schon ein bisschen was kosten. Also wir haben bisher 12 Euro jeweils für die Abschrift aus dem Geburtenregister bezahlt. Und für diese Umtragung an sich, das ist vielleicht so ein bisschen besonders, das regelt jede Kommune selber. Das heißt, wenn ihr Glück habt, wohnt ihr bei einem Standesamt, wo es nichts kostet. Wir hatten das Glück, bei uns war es zwar so ein bisschen so, niemand war sich wirklich sicher, aber es gab ein paar Tage davor eine Pressemitteilung. Auf jeden Fall könnte sein, dass es bei euch ein bisschen was kostet. In München hat es früher 25 oder 20 Euro gekostet. Es ist jetzt auf jeden Fall nicht die Welt. Eine normale Eheschließung kostet um die 200 mit den ganzen Papieren und so weiter. Wie ist das Ganze abgelaufen? Das war interessant, weil wir da in das Büro der Standesbeamtin gegangen sind und haben gesagt, ja, wir wollen also Ehe schließen und so weiter. Und dann ist die gute Dame, das war eine wirklich herzensliebe Frau, ist dann so 20, 25 Minuten einfach nur am Rechner gesessen, hat Sachen eingetippt, ist zum Drucker gelaufen, hat was ausgedruckt, hat was ausgefüllt, hat wieder was eingetippt und wir saßen dann schweigend da, haben gelegentlich mal kurz ein paar Worte ausgetauscht und dann war es das eigentlich so, gell? Ja, es war wirklich eigentlich nur Bürokratie. Es war noch nicht mal irgendwie besonders hübsch gemacht. Allerdings, was wir ganz süß fanden, man muss ja sich auch nochmal die Ehe wie vor dem Altar, oder nicht in der Kirche, sondern vor dem Standesamt, nochmal bekunden und sagen, ja, ich habe Bock auf dich. Mhm. Und das fragt sie dann halt in diesen typischen Zeremoniewörtern so, oh, möchten Sie den hier anwesenden Herrn Daniel Maczewski zu Ihrem gesetzlich getrauten Ehemann nehmen. Und anschließend so Kraftgesetzes sind sie nun verbundene Eheleute. Genau, also richtig süß eigentlich. Und was wir auch total toll fanden, sie hat danach geklatscht und hat gemeint, wir sollen uns küssen und sie macht jetzt noch ein paar Fotos. Das fanden wir einfach super süß. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen Glück haben mit dem Standesbeamten, aber das ist ja bei einer ganz normalen Hochzeit nicht anders, dass man da vielleicht auch mal so einen Idioten hat, der entweder homophob ist, was wir jetzt eher nicht glauben, was Standesämter angeht, aber vielleicht einen, der nicht so ganz begeistert ist davon. Man kann sich leider nicht aussuchen, wen man bekommt in der Regel. Ja. Vielleicht fragt ihr einfach mal dreist, falls ihr jemanden kennt. Insgesamt hat das Ganze so rund 30, 40 Minuten gedauert. Wie gesagt, relativ unspektakulär. Also ihr braucht nicht viel Zeit mitnehmen. Das Lustige war danach, als wir dann das Büro verlassen haben, haben uns deine Eltern überrascht. Mhm. Mit einem selbstgebackenen Kuchen, wo unser Foto drauf abgebildet war, mit Champagner und noch weiteren Fotos. Genau. Also es war auch total süß. Ihr könnt das im Endeffekt auch machen. Dann feiert ihr halt im Wartebereich des Standesamts. Ist jetzt nicht so super fancy. Aber für die Leute, die jetzt sagen, nee, Zeremonie brauchen wir nicht nochmal. Das war für uns der Grund. Warum haben wir überhaupt nur das umtragen lassen beim Standesbeamten und nicht noch mit Zeremonie? Weil wir gesagt haben, die Lebenspartnerschaft war für uns schon im Endeffekt das Versprechen, dass wir miteinander noch so ein bisschen verbringen wollen und dass wir uns okay finden. Deswegen haben wir gedacht, das nochmal vor anderen Leuten versprechen muss nicht sein. Hm. Warum auch? Darf ja aber jeder für sich entscheiden. Genau. Ja, zu guter Letzt nochmal so allgemeiner Rundumschlag. Was ändert sich da eigentlich rechtlich? Warum sollte man die Ehe eingehen, wenn man schon in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt? Naja, sind schon ein paar so Sachen. Genau, nämlich die ganzen rechtlichen Änderungen, auf die wir gleich zu sprechen kommen, wirken dann sozusagen rückwirkend zu dem Tag eurer Eintragung der Lebenspartnerschaft. Das heißt, wir haben am 18.12.15 geheiratet.
deswegen gelten unsere Rechte und Pflichten auch ab dem 18.12.2015, obwohl wir jetzt erst im Oktober geheiratet haben. Kurzum, das ist der absolut wichtigere Hochzeitstagstermin von den beiden. Richtig, richtig, richtig. Ja, ansonsten natürlich der größte Brocken, der sich ändert, ist das Adoptionsrecht. Homosexuelle Paare durften zuvor ja im Grunde eigentlich keine Kinder adoptieren. Sie durften, allerdings war es halt so, dass man sich immer nur alleine bewerben durfte um ein Kind, und ein Kind bekommt halt tendenziell eher ein verheiratetes Paar als Eltern zugesprochen, als einen Alleinstehenden. Jetzt als Homosexuelle dürfen wir auch gemeinschaftlich als Ehepaar ein Kind uns darum bewerben, dass das vielleicht dann zu uns kommen würde. Das ist sozusagen der größte Brocken, weswegen es leichter ist. Es war davor nicht unmöglich, aber es war eigentlich unmöglich. Ja, das stimmt allerdings. Auch so ein Punkt. Es findet jetzt, wo man als homosexuelles Paar eine Ehe eingegangen ist, auch kein unfreiwilliges Outing mehr statt. Was meinen wir damit? Im Grunde, ja, auf Dokumenten zum Beispiel, auf irgendwelchen Bescheinigungen. Also wenn ihr zum Beispiel beim Amt seid, müsst ihr oft ankreuzen, ob ihr verheiratet seid oder eben in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Wenn man das ankreuzt, weiß halt sofort derjenige, der dieses Blatt durchliest, ah, der ist schwul oder lesbisch. Denkt an eure Bewerbung, wenn ihr eine schreiben wollt. Da steht das ja in der Regel auch drin im Lebenslauf. Wie ist der Familienstand? Dann steht da jetzt verheiratet statt in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft. Genau. So muss man sich nicht unfreiwillig vor seinem potenziellen Chef outen. Ja. Und vielleicht sind auch viele Chefs noch nicht so weit und checken das noch nicht, dass wir das dürfen, jetzt mittlerweile heiraten. Und deswegen habt ihr da vielleicht nicht so diese, ja, Homo-Nachteile, die es einfach so in der Gesellschaft immer noch gibt. Und nicht zuletzt kann man auch die Namensdefinition nochmals neu regeln. Falls ihr das irgendwie nicht so geil fandet zur Lebenspartnerschaft, dann könntet ihr jetzt im Endeffekt nochmal einen Ehenamen anders beschließen. Ich denke, dass das wenige machen werden. Ich habe es leider vergessen. Ich hätte es vielleicht machen sollen. Scheiß Nachname. Den schreibt niemand richtig. Niemand. Ach komm, Müller und Schmidt heißt jeder. Aber hey, wir dürfen jetzt tatsächlich sagen, mein Mann. Genau. Und nicht mein eingetragener Lebenspartner. Ja. Schön. Deswegen, das ist eigentlich echt ein bisschen normaler jetzt einfach. Und vielleicht kommt das jetzt auch so ein bisschen in die Gesellschaft geschwemmt. Man darf jetzt auch sagen, sich scheiden lassen und nicht die Lebenspartnerschaft wieder auflösen. Ach, das ist alles so viel unkomplizierter. Ja. Schön. Wenn ihr dazu über diese ganze Sache etwas mehr wissen wollt, etwas mehr ins Detail gehen wollt, möchten wir euch die entsprechende Website auf der, der LSVD, Gemeinschaft, ans Herz legen, der Lesben- und Schwulenverband Deutschlands. Genau. Die haben das in aller epischen Breite aufgeführt. Das ist wirklich alles, da sind auch Muster, falls ihr irgendwo jetzt nochmal Vorlagen oder sowas braucht. Da ist wirklich alles. Wir haben euch den Link mal in die Infobox unten gesteckt. Aber das ist so schön, das zu sagen. Nein, die haben wirklich alles aufbereitet, was gesetzlich sich ändert und so weiter. Falls ihr da echt nochmal Bock habt nachzulesen, dann macht es da. Falls ihr noch so eine kurze Frage habt und die noch wissen wollt, dann könnt ihr die einfach auch in die Kommentarfunktion schreiben. Wir hoffen, dass vielleicht blenden wir jetzt noch ein paar Bilder ein oder vielleicht haben wir schon welche eingeblendet. Keine Ahnung. Oh ja. Genau. Ja, das war's von unserer Seite. Vielen Dank. Ach ja, was wir nicht vergessen dürfen. Schwestern, Livestream. Wir streamen kommenden Samstag um 16 Uhr. Also von daher könnt ihr dann hier zu YouTube kommen. Einfach auf unseren Kanal, da steht dann Livestream. Samstag, ich denke mal, das müsste der dritte sein oder vierte. Irgend sowas, ja. Irgend sowas. Wir blenden es jetzt ein. Um 16 Uhr sind wir da und wir hoffen, dass ihr wieder zahlreich erscheint. Wir haben nämlich richtig Bock und noch so ein paar neue Themen dann schon vorbereitet. Ne? Genau. Das war's von unserer Seite. Vielen Dank fürs Zuschauen und wie immer dran denken, liebe Bund. Eins, zwei, bye, bye.